Punkt 3, Punkt 4, Punkt 3. Die ideale muslimische Frau. Die ideale muslimische Frau ist verschleiert, womöglich sogar mit Gesichtsschleier, und trägt Kopftuch, keine Jacke und Hose wie ein Mann. 240. In Pakistan ist das Kopftuch schon längst kein Diskussionsgegenstand mehr. Diskutiert wird das Bedecken der Haare und des Halses oder des ganzen Körpers, vom Scheitel bis zur Sohle. 241. Auf offiziellen Veranstaltungen werden aber nicht immer Burkas getragen. Die blauen und weißen Zelte mit der kleinen Rosette vor den Augen. 242, 243. Frauen in Jacke und Hose sind fast schon verdammt. Verdammt wegen der angeblichen Männlichkeit des Damenanzugs und zugleich auch wegen des Schnitts, der zu viel weibliche Konturen sichtbar werden lässt. 244, 245. Ein Gesandter Allahs soll sogar mal eine Frau auf der Stelle verflucht haben, weil diese Männerkleidung trug. 246. Der Gesandte Gottes hat gesagt, Allahs Fluch soll auf den Männern ruhen, die Frauen imitieren, und Allahs Fluch soll auf den Frauen ruhen, die Männer imitieren. 247. Zu ausländischen Frauen, die diese Kleiderordnung nicht befolgen, sind andere Frauen trotzdem nett. 248. Zu Frauen ihrer Religion wären sie dies aber vielleicht nicht. 249. Die muslimischen Gesetze werden fast ausschließlich von Männern vertreten. 250. Zu einer der größten fundamentalistischen Parteien Pakistans, 251, zählt eine einzige weibliche Senatorin. Dr. Ferdows, 252. Sie ist häufig im pakistanischen Fernsehen mit Gesichtsschleier und allem, was dazugehört, zu sehen. Und man muss eben akzeptieren, dass sie es ist, denn kontrollieren lässt es sich nicht. 253. Sie sagt immer dasselbe. Der Islam sei gut für die Frauen. Im Westen würden die Frauen ausgebeutet und müssten sich prostituieren, seien Arbeitstiere und Sklaven. 254. Im Senat hat Dr. Ferdows gegen eine Regierungsvorlage gestimmt, die Strafe für Ehrenmorde von 14 auf 25 Jahre zu erhöhen. 255. Der Änderungsantrag hätte, so Dr. Ferdows, die Scharia untergraben. 256. Denn die Regierung versuche auf Dauer und hinterlistig Quisas und Diyat, das islamische Vergeltungsrecht, aus dem Gesetz herauszunehmen. 257. Ein Mensch dürfe nicht an Allahs Willen deuten. 258. Wir befinden uns mitten in einem Kulturkampf. 259. Westliche Länder üben ständig Kritik an den Rechten, die der Islam den Frauen geschenkt hat. 260. Ihr einziges Ziel bestehe darin, diese Zivilisation kaputt zu machen. 261. Die ideale muslimische Frau ist in erster Linie Mutter. 262. Muslime lassen Mädchen so früh wie möglich heiraten. 263, 264. Der Islam befiehlt den Mädchen unmittelbar
nach dem Einsetzen der Pubertät zu heiraten. 265. Sobald die erste Regel kommt, bei manchen Mädchen ist das erst mit 15 oder 16 Jahren der Fall, bei anderen kann sie schon mit 9 Jahren einsetzen. 266, 267. Das Durchschnittsalter für die erste Menstruation liegt ungefähr bei 13 Jahren. 268. Der Generalsekretär meint, dass der Koran den Muslimen aufgetragen habe, sich zu vermehren. 269. Die Vermehrung der Muslime soll also so früh und zahlreich wie möglich stattfinden, trotz großer Armut. 270. Aus dem Westen kämen schmutzige Reden, die behaupten, dass der Islam es den Frauen verbiete, außerhalb des Hauses zu arbeiten. 271, 272. Vom Standpunkt des Islam darf eine Frau Ärztin oder Anwältin sein. 273. Sogar Lkw-Fahrer oder Bauarbeiter, wenn sie das werden möchte. 274, 275. Nirgendwo haben der Koran und der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, das verboten. 276. Sie darf jeden Beruf ausüben, den sie möchte, aber nicht in gemischten Betrieben mit Männern. 277. Frauen können nur Lkw-Fahrer werden, wenn alle Fahrer Frauen sind und alle Packer und Schauerleute Frauen. 278. Sonst ist es nicht erlaubt, denn es können schmutzige Dinge zwischen männlichen und weiblichen Lkw-Fahrern passieren. 279. Jeder wüsste, dass es in Situationen sogenannter Kollegialität schnell mit der Keuschheit vorbei ist. 280, 281. Der Islam sage, dass Ärztinnen nur in Krankenhäusern arbeiten dürften, in denen nur Frauen beschäftigt sind und nur weibliche Patientinnen liegen. 282. Frauen dürfen nur an einer Mädchenschule mit einem weiblichen Kollegium und Hausmeisterinnen unterrichten. 283. Das wäre erlaubt und sehr gut, aber selbst wenn es sich um einen reinen Frauenbetrieb handelt und alles äußerst keusch zugeht, ist es doch nicht so leicht, als Frau zu arbeiten. 284, 285. Befürworter des Islam verweisen darauf, wie wichtig es sei, so viele Kinder wie möglich zu gebären. 286, 287. All diese Schwangerschaften, das Stillen und zwischendurch die Menstruation führten allerdings dazu, dass es einer Frau physisch nahezu unmöglich ist, außer Haus zu arbeiten. 288. Und dabei darf man nicht vergessen, dass das alles bis zum 45. Lebensjahr einer Frau so weitergehen kann. 289. Muslimische Frauen müssten auch gar nicht arbeiten. 290. Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 291. Denn ein muslimischer Mann ist verpflichtet, für seine Frau zu sorgen. 292, 293. Das wäre der Beweis für die Frauenfreundlichkeit des Islam. 294, 295. Mädchen dürfen sich weigern, einen Mann zu heiraten, der für sie ausgesucht wurde. 296. Wenn sie schweigen oder zustimmen, sind sie mit der Heirat einverstanden. 297.
Wenn Sie nicht wollen, müssen Sie ein sehr klares Nein aussprechen. 298. Aber das ist nicht dasselbe, als wenn ein Mädchen losgeht und sich selbst einen Mann aussucht. 299. Das würde nämlich bedeuten, dass es sich unter die Männer begibt, mit ihnen in Kontakt kommen muss, mit Jungen spricht. 300. Und das ist im Islam absolut verboten. 301. Unter dieser Koranvorschrift ist zu verstehen, dass eine Frau die Zustimmung zu ihrer Heirat geben muss, dass sie sehr wohl oder aber auch nicht mit dem Mann einverstanden sein kann, den ihr die Eltern oder die Verwandtschaft ausgesucht haben. 302. Muslime wären überlegen, weil sie eindeutig wüssten, was gut und was schlecht ist. 303, 304. Am glücklichsten wären Ehen, die auf Anraten der sieben Älteren geschlossen, 305 wurden, 306. Obwohl der Islam einer Frau das Recht gibt, einer Ehe zuzustimmen oder sie abzulehnen, ist sie ein schamloses Wesen, wenn sie ohne die Zustimmung ihres Vormunds, Vaters oder Bruders heiratet. 307. Die Scharia erlaubt nicht, dass eine erwachsene Frau, die bei vollem Verstand ist, 308, eigenmächtig einen Ehevertrag schließt. 309, 310. Männer sollen keine Frau ohne die Anwesenheit ihrer Verwandten, 311, heiraten, sondern nur im Beisein ihrer Vormünder, 312, 313. Der Gesandte Allahs hält es für lasterhaft, wenn sich ein Mädchen selbst in die Ehe begibt. 314. Ein vernünftiger Mann hätte keinen Umgang mit dieser Sorte Frauen, denn diese Frauen, 315, würden keine Scham, 316, kennen und wären nicht sittsam. 317, 318. Heutzutage sind es Turniere zwischen dem Islam und der Aufklärung. Auch wenn nur selten oder nie ein Vertreter der letztgenannten Gruppe dabei ist, 319. Zur ersten Gruppe zählen Muslime, die nachtragend neidisch und mit einem tiefen Gefühl der Unterlegenheit beweisen, dass der Rationalismus von der Macht Allahs ausgemerzt wird. 320, 321. An Ton und Inhalt der Vorträge ist zu hören, dass es hier nicht darum geht, im internationalen islamischen Verbund das Los der muslimischen Frau zu verbessern, die in großer Mehrheit zu den ärmsten Bevölkerungsschichten gehören, zu den Analphabeten und denen mit der schlechtesten Gesundheit, 322. Das besondere Kennzeichen des politischen Islam ist das völlige Fehlen einer Wirtschafts- und Sozialpolitik, 323. Noch nie ließen islamische Fundamentalisten Lösungsvorschläge für Umweltverschmutzung, Rechtslosigkeit, für Zurückgebliebenheit und Ausbeutung. Die Folgeerscheinungen von Feudalismus und Korruption sind für ansteckende Krankheiten, die die Welt heimsuchen, oder für die gigantischen Unterschiede zwischen Reich und Arm, 324 hören, 325. Wenn Sie sich einmal dazu äußern, dann so, dass der Westen, die Juden und die Hindus, die Schuldigen und Ausbeuter und die Muslime, die Opfer teuflischer Verschwörungen sind. 326. Nach der Ansicht der Fundamentalisten
hat der Westen die moralische und ethische Überlegenheit des Islam untergraben. 327. Dies könne angeblich geschehen, weil in weiten Teilen der Welt der Westen auf Kosten früheren Vormachtstellungen der muslimischen Kalifen und Sultane die politische Macht an sich gerissen. 328 hätte. 329. Demzufolge müssen Muslime die politische Macht wieder zurückbekommen oder zurückholen. Auf jeden Fall in Gebieten, in denen sie leben. 330. Nur dort, wo Muslime an der Macht sind, so lautet ihre Argumentation, kann der Islam völlig zu seinem Recht kommen und können islamische Moral und Ethik ihre Überlegenheit beweisen. 331. Schlussfolgerung der Fundamentalisten: Die islamische Renaissance ist von politischer Macht abhängig, also müssen wir die Herrschaft erlangen. 332. Alles andere, wie etwa die Lösung des Armutsproblems, ergibt sich ganz logisch daraus, sobald der Staat und seine Institutionen in muslimischer Hand sind. 333. Die Armen, diejenigen Männer und Frauen, die ausgebeutet werden, müssen sich noch ein bisschen in Geduld üben, bis der islamische Staat der Fundamentalisten existiert. Aber dann hat auch ihr Leid ein Ende. 334. Es ist genauso eine Utopie wie die Utopie von der Diktatur des Proletariats, die per Definitionem dem Verbrechen ein Ende machen wird. 335. Der politische Islam wird wie der Marxismus auf Dauer nicht überleben können. 336. Bis dahin müssen wir mit ihm leben, mit dem Obskurantismus, der Diskriminierung von Frauen und Minderheiten und mit dem Dschihad, der mit terroristischen Mitteln geführt wird. 337. In seinen Augen hatten Europa und Amerika das moralisch und ethisch Böse verbreitet. Und dieses Böse war die Frauenemanzipation. 338. Maududi zufolge ist Gehorsam das grundlegende Anrecht Allahs und die Lösung für alle Probleme der Welt, vom Hunger bis zur Pornografie. 339. Der Islam, schrieb er, fordert völlige Unterwerfung, Hingabe und Gehorsam gegenüber Allah. Wenn das befolgt wird, wird der Islam wieder mächtig sein und unsere Probleme werden gelöst sein. 340. Westliche Frauenrechte entziehen dem Islam die Grundlage. 341. Frauenrechte im westlichen Sinne kollidieren mit der Lehre des Propheten Mohammed. 342. Der Koran und die Hadithe und in ihrem Schlepptau die Fundamentalisten sind in verblüffendem Ausmaß auf Frauen und auf die Beziehungen zwischen Männern und Frauen fixiert. 343. Die Gebrauchsanweisungen für orthodoxe und fundamentalistische Muslime haben zu jedem Detail eines Frauenlebens etwas zu sagen. Darüber, wie eine Frau ein Bad nehmen, sich die Nägel und die Haare schneiden soll, darüber, dass sie sich nicht die Kleider vom Leib zu reißen oder zu jammern habe, wenn ein naher Verwandter stirbt, nicht in der Moschee zu beten habe und was sie während ihrer Menstruation zu tun habe. 344. Menstruation. Ein gläubiger Muslim kommt um vor Angst. Dieses Unreine, dieses Widerliche, dieses dunkle Blut. 345. Mein Gott, wie unheimlich.
346. Nacktheit, dasselbe. 347. Selbst wenn es sich nur um ein winzig kleines Stückchen Unterarm handelt, es lässt den Gläubigen schaudern vor Angst. 348. Die Gefahren, die in einem unbedeckten Zentimeter Frauenhaut stecken, sind nicht aufzuzählen. 349. Es ist schaurig. 350. Hölle und Verdammnis. 351. Die Geschlechtertrennung hat die höchste Priorität für die Islamisten. 352. Sich anzusehen, das gehört sich nicht. Die Blicke der Männer bleiben auf der Höhe der bedeckten Busen hängen. 353. Nur gut, dass sich das Publikum verschleiert hat. 354. Die Männer sitzen diesen direkt gegenüber und wären womöglich auf wer weiß welche schmutzigen Gedanken gekommen, wenn die Frauen ihre Gesichter nicht hinter den Schamtüchern versteckt hätten. 355. Für diesen Abschnitt wird im Anhang Musikproduktionen auf das zusätzliche Unterhaltungselement 5, Fundamentalisten-Love-Song, verwiesen. Dazu zählen die Unterpunkte 5.1 Carsten Todd, Fundamentalisten-Love-Song, Sax on the Beach, John Doe, 5.2 Carsten Todd, Fundamentalisten-Love-Song, Urbana Metronica, Wu Yamix, Spinning Merkaba und 5.3 Carsten Todd, Fundamentalisten-Love-Song, Downs Battle, Instrumente, Ivan Shaw. Anhang Musikproduktionen. Punkt 5, Fundamentalisten-Love-Song. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Anhang Musikproduktionen. Punkt 5.1 Carsten Todd, Fundamentalisten-Love-Song, Sax on the Beach, John Doe. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von John Doe mit dem Titel Sax on the Beach. Steinzeit, Power, Steinzeit, Steinzeit.
Steinzeit, Steinzeit Power, Steinzeit Power, Steinzeit Power. Ich zerre dich in meine Höhle, weil ich sehr viel für dich fühle. Dann nehme ich dir die Kinder weg und missbrauche dich für Sex. Der Sippenälteste sprach, du bist nun mein. Und von nun an schenke ich dir öfter mal ein paar ein. Ich bin Fundamentalist. Ich kann dir zeigen, wie stark meine Faust ist. Ich bin Fundamentalist. Ich zeige dir, wie hart mein Hammer ist. Ich starre auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich hab gar mit dir intim. Dann hau ich dir aber ein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist. Ich bin Fundamentalist. Ich kann dir zeigen, wie stark meine Faust ist. Ich bin. Ich bin Fundamentalist. Ich zeige dir, wie hart mein Hammer ist. Allah weiß, dass ich dich lieb. Drum versetze dir den nächsten Hieb. So ist das halt bei Fundamentalisten. Ist mir langweilig, zerhacke ich dich und stecke dich in Kisten. Steinzeit Power, Steinzeit, Steinzeit, Steinzeit Power, Steinzeit Power, Steinzeit Power. Ich starre auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich hab gar mit dir intim. Dann hau ich dir aber ein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist. Ich bin Fundamentalist. Ich kann dir zeigen, wie stark meine Faust ist. Ich bin. Ich bin Fundamentalist. Ich zeige dir, wie hart mein Hammer ist. Zum Glück ist das Lied nur ausgedacht. Niemals habe ich so etwas gemacht. Ich habe es auch niemals vor. Dein Glück geht für mich allem vor. Starr auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich hab gar mit dir intim. Dann hau ich dir aber ein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist. Ich starr auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich hab gar mit dir intim. Dann hau ich dir aber ein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist.